Hallo, hallo miteinander. Ich hätte hier mal wieder eine Medimops-Bestellung, die es gilt, gemeinsam auszupacken. Ich würde auch sagen, dass wir direkt loslegen. Weiß ungefähr, was darin enthalten ist. Was wiederum eine Premiere bei mir ist. In beiden Fällen wäre Manga Cult vertreten. Zunächst einmal hätte ich hier die Master Edition von Plame. Endlich mal den zweiten Band gekauft. Ich meine, der hat mich, oh Gott, jetzt hat es ziemlich böse geknackt, ungefähr 20 Euro gekostet. Ich bin etwas vorsichtig, aber ich habe gut ein Drittel auf jeden Fall der Kosten einsparen können. Wieder mal richtig, richtig schick. Also, ich weiß, ich bin leicht zu beeindrucken, aber mit der Master Edition hat sich Manga Cult wirklich mehr als nur übertroffen, wenn man sich das mal anschaut. Das ist so schön gemacht, wirkt richtig edel und hochwertig. Also, das ist wirklich, wenn ich darüber nachdenke, mein liebstes Format, was Mangas allgemein angeht. Also, da stellt sich, besonders was die Hardcover Editions angeht, Manga Cult derzeit, zumindest aus meiner Sicht, am besten an. Zu guter Letzt hätte ich hier Layla und das Biest, das sterben möchte, Band 1. Schon ziemlich lange auf meiner Wunschliste. Da freue ich mich natürlich, dass es endlich geklappt hat, mitsamt Klappenbroschüre und mehreren Farbseiten. Geht's hier weiter? Nein. Ich habe auch allgemein nur Gutes über den Manga gehört. Da bin ich natürlich sehr gespannt, wie ich ihn auch finden werde. Der Zeichenstil gefällt mir bis dato ziemlich, ziemlich gut. Ist mal was ganz anderes, aber darüber freue ich mich viel mehr. Hab auch schon die weiteren Bände bestellt. Ich muss nur noch das Päckchen finden, beziehungsweise endlich mal auspacken, damit ich ja die ganze Reihe in einem Rutsch lesen kann. Ich meine, bis Band 3 oder 4, jetzt bin ich vorsichtig, bin ich zumindest gekommen. Also, da bin ich, wie gesagt, sehr gespannt. Das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde sagen, bis zum nächsten Mal.